Hallo, ihr Lieben, an diesem wundervollen Tag 6 Ik. Ik ist der Wind, eins der Elemente, das auch in uns ist. Ik ist die Kraft der Veränderung und Erneuerung. Der Wind bläst und weht und reinigt uns. Vielleicht kennst du das, wenn du gerade vielleicht viele dunkle, negative Gedanken hast und dann rausgehst in die Natur und der Wind dich umweht, der Wind pustet, dass du dich dann wirklich frei gepustet fühlst, dass du dich dann erneuert fühlst. Und genau daran erinnert uns der Wind. Und der Wind ist in uns als unser Atem. Und wenn du bewusst atmest, dann erlebst du auch Veränderungen. Dann kommst du raus aus deinem Kopf, aus den ewigen Gedankenkarussell und kommst wieder im Hier und Jetzt an. Ik ist auch die Kraft der Kommunikation, Atem und auch Stimme. Stimme ist auch der Wind. Deine Wahrheit zu kommunizieren, in Verbundenheit mit deinem Herzen und mit deinem Schoß. Und wenn du deine Wahrheit aussprichst, in Verbundenheit mit Herz und Schoß, dann bringst du ganz viel Veränderung für die Welt, für deine Familie, für die Menschen, die dich lieben. Und das ist so wichtig, in dieser Zeit des Wandels die Wahrheit in Klarheit auszusprechen. Es ist ganz spannend, dass wir im Sonnenjahr der Maya im Jahr des Windes sind. Im Jahr des Windes verbunden mit der weiblichen Kraft, also 9 Ik, Belecheb Ik. Und dieses Jahr spricht davon, dass es die weibliche Kraft ist, die Verbindung, die die Veränderung bringen wird. Ja, und genau deshalb machen wir ja auch hier diesen Summit, um Veränderung zu bringen. In Verbindung mit unserer weiblichen Kraft, mit unserem Fühlen, mit unserem Fließen, mit unserer Intuition. Und eben auch klar dazu zu stehen, was wir spüren, was wir wahrnehmen, um genau das auszudrücken. Der Wind lädt dich heute ein, dich wirklich bewusst mit ihm zu verbinden. Geh in die Natur, rufe den Wind, lade den Wind ein, breite die Arme aus. Ich bin bereit für Veränderung, ich bin bereit für Erneuerung. Und dann atme die Kraft des Windes ein. Atme mit dem Wind, fließe mit dem Wind. Das ist so eine unglaublich einfache, kleine Übung, die aber deine Intention setzt. Und das bewirkt so viel. Du kannst dich doch auch auf eine Sommerwiese legen und einfach die Brise auf deiner Haut spüren. Den Duft der Natur einatmen. Du kannst bewusst deinen Atem nutzen, um bei dir anzukommen. Indem du einatmest, bewusst einatmest und auch mal wie der Wind alles aus dir rauspustet. All das, was dich heute vielleicht belastet hat. Und so wieder mehr und mehr bei dir anzukommen. Sei heute mit dem Wind. Und vergiss nicht, deine Wahrheit zu sprechen. Auch daran erinnert dich der Wind. Alles Liebe. Und viel Freude mit dem Wind.